Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Es geht weiter an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mitten in der U-Bahn mit Cynthia und jede Menge fieser Geister. So, die kommen gerade aus den Wänden raus. Hier war ich, glaube ich. Ich muss gerade kurz gucken. Ich habe die PlayStation über Nacht laufen lassen. Hab eine Pause gebraucht für mich. Ja, ich denke hier, das war die erste Station, wo ich dann nichts gefunden habe. Genau, genau. Das heißt, wir gehen. Ah, da, wir gehen jetzt in die nächste. Viele haben ja gemeint, ach, so schlimm sind die Geister ja gar nicht. Die schweben hier halt rum. Und gut, man kann ihnen relativ gut ausweichen und sie K.O. knocken. Ja, da habt ihr absolut recht. Wenn es bei denen geblieben wäre, dann würde ich auch gar nicht rumheulen. Da kann ich rein. Aber wartet mal ab, was uns hier noch alles so erwarten wird. Das ist der erste Anfang. Und ich sehe, ich hätte da hinten hingemüsst. Vielleicht komme ich von der anderen Seite dahin. Ich sehe nichts. Ah, wo ist der Geist? Ich nix wiss. Jetzt muss ich kämpfen. Er wird vor mir sein. Doch nicht? Okay. Halt nicht. So, hier haben wir etwas. Hier ist eine Spielzeugkiste. Es steht 1000. Was? 1000 drauf? Ja. 1000. Ah, Dollar. Noch so ein Dollarzeichen, glaube ich. Sie ist verschlossen und ich kann sie nicht öffnen. Wir haben auch nichts, womit wir es öffnen könnten. Aha. Oh, hier kommen wir aber rein. Damit hätte ich ja überhaupt nicht mehr gerechnet, dass wir da... Moment, dann möchte ich kurz nochmal auf die andere Seite gehen, ob da noch was war. Ne, da ist nur Gitter. Warum auch immer schnell die Geister kommen. Das sind ja ganz cool. Ist ja nur ein Traum. Was zum Teufel? Sind das so komische Puppenteile? Nee. Was zum Teufel? Okay, wir könnten rechts raus. Ich gucke aber erstmal hier weiter. Was zum Teufel? Okay, dann gehen wir jetzt mal rechts raus. Das können wir bestimmt aus einem guten Grunde. Geht wieder nichts, ob wir auch mal in die rechte Bahn kommen. Also hier nicht. Oder geht die Tür? Nee, die geht nicht. Okay, dann mal eins weiter. So, dale. Was haben wir denn hier? Ach, schade. Ich dachte, das ist ein Zeitungsartikel, den wir lesen könnten. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Oh Gott, Geisteralarm. Geisteralarm, Leute. Ah, ah, sorry, sorry. Wie kommst denn du jetzt da hinten hin? Ah, da ist er. Die war doch hinter mir. Mensch. Ah, shit. Warte mal, hier geht's. Warte mal, von rechts, da wo der Geist herkam, da muss ich hin. Ah, ist das eine Party, ich sag's euch. Sind ja. Beeil dich, es geht um dein Leben. Okay. Ich gehe nochmal kurz zurück. Orientierung und so. Aber der Geist ist hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Kurz hier gucken, oder? Eigentlich, nee, das kennen wir noch nicht hier. Tut mir echt leid, sind ja wegen vorhin. Du sahst gerade wie ein Geist aus. Kann ich das lesen? Nein. Aber hier kann ich rein. Halt, jetzt habe ich... Jetzt bin ich wieder nicht sicher. Ach, sind ja... Ja. Okay, hier ist nichts. Sieht auch sehr stylisch aus. Nichts zu finden, nichts zu lesen, nichts zu machen. Alle U-Bahn-Dinger sind... Hier total lahmgelegt worden. Hier fährt nichts mehr. Und ich finde auch nichts. Bin jetzt schon der dritten U-Bahn, ne? Hm. Wir haben immer noch keine Karte. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man Karten bekommt. Die Tür ist fest zu. Wir haben den... Nein. Oh, hier geht's ganz raus. Hier geht's in ein neues Gebiet. Dann sollte ich nochmal zurück.
Nochmal zurück bitte zum Geist wahrscheinlich. Na super. Hier. Muss ja gucken, ob hier was ist. Kann das ja nicht so ungecheckt lassen. Ach ja. Ah, hinter dir sind ja. Hinter dir. Die ist fest zu, hätte man uns den Weg sparen können. Na super. Wo ist denn der Geist? Es ist so widerlich hier. Okay. Okay. Alles noch im grünen Bereich. Hoffentlich haben wir hier mal für einen Moment Ruhe. Ich hätte es nicht sagen sollen. Die Tür ist fest zu, lässt sich keinen Spalt öffnen. Darunter willst du nicht, ne? Da kannst du nicht. Okay, wir rennen mal ein Stück. Kamera bitte hinter mich. Dankeschön. Ist ein kaputter Verkaufsautomat. Schade. Ich hätte jetzt was brauchen können. Da hinten ist wieder ein Geist. Die Mutter aber hin. Ich muss gucken, ob da was ist. Hallöchen. Oh, da kommt der nächste Geist. Okay. Wir bleiben cool, wir bleiben cool. Leute. Oh, ich krieg voll den Energieabzug. Ich hasse sowas. Jetzt seid mal smooth hier. Aha, hier geht's rein. Oh. Ja, toll. Und Cynthia ist wieder nicht dabei. Es wäre ja auch zu einfach, wenn wir die Dame einfach in unser Apartment holen können. Dann könnten wir uns das nämlich so richtig gemütlich machen und den Albtraum vergessen. Und irgendwann gemeinsam verhungern. Hier geht es eine Leiter nach unten. Na gut, ja gut, aber soll ich jetzt speichern gehen? Dann sind wir mitten im Part. Vielleicht sollte ich erstmal die Treppe hochgucken. Und ich will gucken, ob Cynthia wieder da ist, wenn ich jetzt. Nee, Cynthia ist. Ah, du bist nicht Cynthia! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hi! Wenigstens sehen sie mal ein bisschen anders aus. Das macht die ganze Sache. Nee, also Cynthia ist jetzt verschwunden, wie man sieht. Ich will jetzt gerade mal gucken, ob da oben noch was für mich ist. Ah ja, dachte ich es mir doch. Da ist nicht viel, aber etwas. Nämlich Pistolenkugeln. Ach Gott, kann man die nicht stacken? Das ist ja furchtbar. Okay, ich gehe dann mal. Ich mag diese Geräusche da oben auch nicht. Hi! So. Lasst mich alle in Ruhe! So. Können wir nochmal die Chance nutzen, hier ein bisschen gucken. Also ich vertraue einfach mal darauf, dass bei den geschlossenen U-Bahn-Teilen, bei den Türen, dass da nichts aufgeht. So. Okay, bevor wir die Leiter runtergehen, gehen wir natürlich wieder zurück ins Loch, zurück zum Apartment. Denn Spannen lohnt sich. Ladesymbol, beziehungsweise auch die Verzierung des Loches sind doch relativ markant, wie ich finde. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Nutzen wir die Ruhe und den Moment, um uns ein bisschen umzuschauen. Was geht da draußen denn ab? Momentan nicht viel hier bei den Nachbarn. Man kann es auch nicht so gut erkennen, ne? Aber. Spannend. Hier macht es jemand gemütlich. Guckt anscheinend Fernsehen. Ja. Nichts Aufregendes zu erkennen. Da hinten. Das wilde Treiben. Eine belebte Stadt. Und irgendwie sind wir einfach nicht dort. Wir sind nicht präsent. Es ist so traurig. Telefonnummer haben wir keine neue gefunden. Hier wird nichts Neues sein. Gut, gehen wir mal eins rüber.
So, da. Schauen wir doch mal bei Aline vorbei. Mehr oder weniger. Da ist nicht viel los. Robby, der Hase, hält Stellung. Ne, da tut sich gar nichts. Okay. Vielleicht gibt es heute einfach mal nichts zu erkunden, nichts Neues zumindest. Türspion noch schauen. Nein. Alle ausgeflogen heute. Nur ich bleibe in den eigenen vier Wänden. Ich überlege gerade wegen der Pistolenmunition. Okay, ich habe zwei Magazine. Ja, aber ab dem dritten würde ich anfangen zu lagern. Würde ich vorschlagen. Läuft im Radio was? Manchmal läuft da, glaube ich, was. Okay. Noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da in die Kammer. Will ich jetzt nicht. Da gibt es ja sonst nichts. Speicher natürlich. Wir haben das ganz gut geschafft bis hierher. Aber es geht natürlich noch weiter. So, ich lege diesmal mehrere Saves an. Mir ist nämlich vorhin aufgefallen, dass es manchmal nicht immer aufnimmt, wie es eigentlich aufnehmen sollte. Deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher, damit ich nichts überschreibe. So, da hören wir wieder die Kinderstimmen. Und ich würde sagen, ab mit uns. Wir haben schon wieder Cynthia verloren. Zudert mich, dass sie noch nicht angerufen hat und uns zuschimpft. Naja. Es ist immer wieder cool, wie es am Anfang so ein bisschen der Flimmerfilter drin ist, wenn man die Welt betretet, aber dann erst sich langsam normalisiert. Gut, wir haben keine andere Wahl, wie die Leiter zu benutzen. Hinunter mit uns. Weia, das sieht ziemlich rostig und eklig aus, richtig Silent Hillig. Und Geister sind auch schon wieder da. Oh Gott, wo soll ich denn da hin? Ich gehe erstmal nur geradeaus. Da kommt die nächste Leiter. Okay, da wollte ich jetzt vielleicht noch nicht hin. Gehe ich halt mal dahin. Hi. Ah, da blinkt's. Irgendwas. Oh nein, da geht's runter und noch eine Tür. Ich weiß halt nicht, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung. Erstmal hier schauen. Oh, endlich mal wieder was, was ich töten kann. Und auch tot bleibt vor allem. Sowas haben wir doch gern. Da ist schon wieder dieses, was weiß ich, Tentakel-Dingsbums. Wir sind jetzt bei der King Street Line. Diese Geräusche. Oh Mann. Ah, ich weiß nicht, auf die Gleise zu gehen. War bei Silent Hill. Oder auch generell noch nie eine gute Idee. Henry, ich habe den Ausgang. Oh. Ja, wer kommt denn? Okay. Sind ja in Not. Irgendjemand kommt. Ey, dieses Teil, ey. Jetzt sieht man mal das Ende von so einem Tentakelarm oder was auch immer das ist. Was soll das hier sein? Leichen, deren die Haut abgezogen wurde. Sehr hübsch. Oh Mann, oh Mann. Ich befürchte, ich laufe hier natürlich richtig. Also muss ich nochmal zurück den anderen Gang checken. Oh, weia. Ich mache erstmal die Gegner. Komm her. Oh, schöner Rundumschlag. Wow.
Ich hätte ja nicht gedacht, dass der so effektiv ist. Da ist noch einer drin. Ist er tot? Jetzt ist er tot. Okay. Ich höre doch noch einen, oder? Na da. Hundeverseuchtes Elend hier. Weil ich gar nicht sicher bin, ob das Hunde sind. Als die da mit ihren komischen Zungen geschlürft haben, das sah auch so ein bisschen katzenähnlich aus. Die Geräusche sind auch eher katzig. Katzig, ja, ich weiß, das habe ich jetzt neu erfunden. Weiß nicht, also... Was haben wir denn hier? Sieht nach einem Golfschläger aus, oder ein großes Beil? Es ist ein Golfschläger. Sieht wie ein Eisen 9 aus. Nehmen Sie das Eisen 9? Ja. Sie haben Eisen 9. Sehr schön, ich habe eine neue Nahkampfwaffe. Wirkungsvoll und einfach zu verwenden, könnte aber leicht brechen. Dann lasse ich es erstmal für stärkere Gegner oder so. Ich komme hier mit meinem Stahlrohr eigentlich ganz gut klar momentan. Hier ist eine Vertiefung, in die eine Kurbel hineinpasst. Sie sollte wie ein Schlüssel funktionieren. Durch das Fenster auf der Fahrerseite kann ich Licht von der Tunnelseite hereinkommen sehen. Aha. Gut, aber von hier komme ich nicht raus. Komme ich überhaupt raus? Das ist einfach nur eine Mauer, okay. Da komme ich auch nicht raus. Ne, die Türen sind zu, das merkt man schon, die bleiben sie auch. Egal, guck ich nochmal. So, jetzt müsste gleich unser Ausgang kommen. Yo. Hey, funktioniert der? Ein Verkaufsautomat, was der wohl verkauft hat? Henry, wenn du da reinguckst, dann weißt du, was er verkauft hat. Aber na gut. Ist das da hinten schon wieder ein Loch? Oh, Rolltreppen nach oben. Ein Nährstoffdrink. Das ist unsere typische Heilung. Zum ersten Mal, dass wir eine Heilung bekommen haben. Sehr gut. Jetzt wird langsam hier der Spaß voll. Ja, Henry, ich weiß, du bist alt. Ja, tatsächlich, da ist noch ein Loch. Wir gehen da jetzt aber noch nicht rein, denn ich muss nochmal zurück. Ich muss diesen einen Weg checken. Oh, Moment. Oh, nee, ey, die wollen, dass ich auf die Gleise gehe. Das ist bestimmt irgendwas Uncooles. In Silent Hill 3. Henry, hast du es bald? Sehr abartig mit dem Kerl. Ach, du willst nicht, dass ich auf die Gleise gehe? Er geht nicht runter. Ach, das beruhigt mich aber ungemein, Henry. Das finde ich super. Ich habe gedacht, wegen der Kamerasicht. Wird wahrscheinlich anders zu lösen sein. Ach ja, ich glaube, die wollen, dass wir mit der U-Bahn ein bisschen vorfahren. Dann kommen wir, dann ist da rechts nämlich keine Mauer mehr, die wir schon gesehen haben, sondern ein Durchgang. Henry will halt den komplizierten Weg. Anstatt auf die Gleise zu gehen, will er lieber U-Bahn fahren. Ein paar Meter. Lass mal einfach immer so im Raum stehen, oder? Da geht er auch nicht runter. Sehr gut. Da ist nichts. Ich finde es gut, dass das Spiel auch manchmal ein bisschen ruhigere Phasen hat. So wie jetzt. Dass es nicht in jedem Screen diese nervigen Geister gibt. Oder... auch mal normale Gegner. Das ist sehr gut. Kommt man mal ein bisschen runter. So, also soweit alles klar. Ich gehe jetzt nochmal in die eine Ecke, wo ich noch nicht war. Und dann können wir ja nochmal ins Loch gehen. Ins neue Loch natürlich. Und werden dann den Part beenden. Dann haben wir ein gutes Stück geschafft und alles ist in Ordnung. So, also, hier waren jetzt wieder Geister, muss es schnell gehen. Ich glaube, ich muss mich rechts halten, um in den neuen Weg zu kommen. Erstmal hier durchrennen.
So, der Geisterspaß geht los. Hallo. Rechts. Henry. Ein bisschen verwirrend. Ah, shit. Oh, nein. Ein bisschen verwirrend, wenn die Kamera switcht. Dann muss ich natürlich gleich umdingsen. So. Hoch damit. Was ist denn da? Oh ja, sehr gut. Aber jetzt haben wir echt zu viel von den Pistolen. Weil ich glaube, jetzt noch eins oder zwei Felder. Also wenn die Reihe voll ist, dann ist auch unser Inventar voll. Wir müssen das jetzt gleich mal umlagern. Oh, sie ist jetzt nicht mehr verschlossen. Ich glaube, ich habe eine Abkürzung geschaffen somit. Wenn wir gleich mal checken. Mal kurz gucken, wo wir jetzt sind. Ja, das ist die U-Bahn. Ja, das ist die U-Bahn, wo wir immer rein konnten. So, genau. Ja, sehr schön. Hätte ich das mal gleich gemacht, dann hätten wir uns den Weg jetzt gespart. Aber egal. Ist ja auch logisch, ne? Das sind so die Verbindungsstücke zwischen der King Street und der Lynch Street. Da oben. Ich habe gerade versucht, ob ich da hochkomme, aber nö. So. Ich mag diese Kamerafahrten. Wie immer. Schön klassisch. Machen Laune. So, okay. Da haben wir ja das geschafft. Die Hunde oder Katzen, was auch immer, bleiben tot. Wir haben hier schon aufgeräumt. Dann gehen wir natürlich das nächste Mal die Rolltreppe hoch, die da auch sogar noch läuft. Ich bin ja erstaunt. Und dann mal sehen, was wir dann noch so Schönes finden werden, nicht wahr? Aber jetzt erstmal zurück nach Hause. So schnell geht's. So, Dylan. Mal gucken, ob sich jetzt was verändert hat. Wir werden uns jetzt nicht nochmal alles anschauen, aber zumindest das Wichtigste. Das Guckloch. Bei der guten Eileen. Ich finde ja, Eileen ist ein schöner Name. Ich mag den Namen irgendwie. Vielleicht sollte ich mein zweites Kind danach benennen, wenn ich meins noch bekomme. Total Silent Hill geschädigt. Eileen, Alessa. Wenn es ein Junge wird, nenne ich es Walter. Nein, Quatsch. Walter geht gar nicht. Also nichts gegen die Walters da draußen, ja. Alles gut. Ah, hier ist immer noch nichts. Schade. Okay. Kurzer Blick noch zum Türspion und dann... Ach ja, hier. Das sollten wir auf jeden Fall noch tun. So, ich mach mal die Pistolenmuni raus. Ich glaube, die werden wir so schnell nicht brauchen. Ich weiß nicht, ob ich die... Ich werde die auch nicht mehr brauchen, ne? Gerade jetzt, wo ich die Abkürzung habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die nochmal brauche. Ich tue auch den Golfschläger raus. So lasse ich das ungefähr mal. Alles klar. So, Türspion. Nichts Neues. Aber gut. Schauen muss man ja. Gut, Leute. Dann gehe ich jetzt speichern. Und morgen geht's ja dann hier auch schon wieder weiter. Mit der U-Bahn. Und Silent Hill 4. Ich wünsche euch was. Bis denne.